Krönung von König Charles III. Cruise unterbricht dafür Dreharbeiten. Große Ehre für König Charles III. 74, und umgekehrt. Hollywood-Star Tom Cruise, 60, ist zur Krönung des Monarchen am 6. Mai 2023 in London eingeladen worden. Da in diesem Zeitraum aber auch die Dreharbeiten für den nächsten Mission Impossible Film stattfinden würden, gibt es nun offenbar eine Planänderung. Davon will die britische Zeitung The Sun aus dem Umfeld des Schauspielers erfahren haben. Eine Quelle sagte demnach, Tom ist zur Krönung von König Charles eingeladen worden. Und er würde das niemals absagen. Cruise sei ein echter Royalist und die feierliche Zeremonie für ihn ein sehr prestigeträchtiges Ereignis. Außerdem soll der US-Star mit Charles' Sohn, Thronfolger Prinz William, 40, und dessen Ehefrau, Prinzessin Kate, 40, eng befreundet sein. Insofern habe Cruise die Filmbosse gebeten, die Produktion von Mission Impossible während des Krönungswochenendes zu unterbrechen, damit er teilnehmen könne. Das hat einige Leute beim Film schockiert, denn Tom ist so engagiert bei der Sache und würde normalerweise nie von seinen intensiven Produktionsplänen abweichen, heißt es weiter. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.